Schönen Nachmittag, wir melden uns direkt aus dem Landesmedienzentrum. Bei uns ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er hat die aktuelle Entwicklung im Überblick. Herr Landeshauptmann, wie sieht derzeit die Situation in Salzburg aus? Wir haben derzeit 8 zusätzliche positive Tests. Infizierte Personen steigen damit auf in Summe 90, davon 84 im Land auffällig. Das ist vordergründig gesehen eine lineare und keine exponentielle Entwicklung, aber es sind an die 280 Tests noch nicht ausgewertet. Das heißt, auch durch die Zunahme an Testungen im Drive-In-Bereich rechnen wir, dass heute noch eine ganze Reihe von positiv Infizierten dazugekommen werden, sein werden. Eine neue Situation und auch eine Verschärfung der Situation kündigt sich ja im Ponga an. Was haben Sie hier für Informationen? Wir müssen einige Orte unter Quarantäne stellen. Es ist das Gasteinertal mit Bad Gastein, Hofgastein und Dorfgastein. Es ist das Großalltal mit Großall und Hüttschlag. Und es ist die Gemeinde Flachau. Und die Gründe dafür sind folgende. Im Bereich Hofgastein ist der Apotheker und 4 seiner Mitarbeiter positiv getestet. Das hat natürlich enorme Auswirkungen im Bereich des Kundenverkehrs, in Abstimmung mit den Bürgermeistern aller 3 Orte und auch im Bestreben, um den innergemeindlichen Verkehr im Gasteinertal weiter zu ermöglichen, werden wir das gesamte Gasteinertal unter Quarantäne stellen. Ähnlich ist es im Großalltal. Auch dort hat ein besonderer Personenkreis an Entscheidungsträgern sich infiziert. Daher werden wir auch Großall und Hüttschlag unter Quarantäne stellen. Und in Flachau ist die Situation die, dass wir derzeit zwar nur 3 Infizierte haben im Ort selbst, aber einige Gäste aus diesem Bereich, die schon ausgereist sind, infiziert wurden, ein intensives Après-Ski-Leben noch in der letzten Woche gewesen ist und daher ist klug und auch gefordert von der Bezirksverwaltungsbehörde und auch vom Bürgermeister selbst, dass auch Flachau unter Quarantäne gestellt wird. Das heißt, rein von den Zahlen her gibt es ja Bezirke in Salzburg, die mehr betroffen sind, aber man erwartet hier eine Zunahme der Fälle in den nächsten Tagen. Wir erwarten eine entscheidende Zunahme der Fälle dort in diesen Bereichen und um das nicht auszudehnen ins ganze Land, die Quarantäne. Was heißt das, Quarantäne? Das heißt, erstens einmal, die Zu- und Abfahrt in diese Orte bzw. Täler ist nur mit großen Einschränkungen gestattet, nämlich für die Lebensmitteltransporte, für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und auch für Personen, die auswärts der Gemeinden arbeiten und dort in Infrastrukturunternehmen, in Schlüsselunternehmen entscheidende Positionen innehaben. Das müssen sie bei der Exekutive durch eine Bestätigung des Arbeitgebers vorweisen. Ansonsten ist die Lebensmittelversorgung natürlich gewährleistet und es gelten im Ort selbst die allgemeinen Ausgangseinschränkungen. Das heißt, man kann das Haus, die Wohnung verlassen, um einzukaufen, um dem Beruf im Ort selber nachzugehen, falls erforderlich, um Hilfe zu leisten, aber auch um spazieren zu gehen. Bitte aber nur unter der Maßgabe 1 Meter Abstand bzw. nur mit Personen, die mit einem selbst im gemeinsamen Haushalt wohnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja heute schon gehört, dass die Leute dann sehr verstärkt einkaufen gegangen sind, zum Beispiel in Flachau. Das heißt, die Lebensmittelversorgung, die ärztliche Versorgung in diesen Gebieten bleibt aufrecht. Die bleibt aufrecht und wenn zum Beispiel ein Dialysepatient außerhalb fahren muss, dann ist das selbstverständlich auch möglich. Also auch ganz wichtige individuelle Reisegründe werden von der Exekutive geprüft und im Einzelfall entschieden. Sie haben es schon gesagt, Sie hatten Kontakt mit den Bürgermeistern. Tragen die Gemeinden und Gemeindevertretungen diese Entscheidung mit? Alles ist eng mit den Bürgermeistern aller Gemeinden abgestimmt, auch der Talschaften. Die Akzeptanz in den Gemeinden ist politisch jedenfalls vorhanden. Ich bitte um Verständnis, dass wir diese Verfügung treffen müssen. Sie ist zeitlich befristet. Sie beginnt heute mit Mitternacht und endet mit 31.03. Wir werden natürlich vorher entscheiden müssen, ob wir die Quarantänebestimmung aufrechterhalten. Und das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Wir haben uns im Einvernehmen mit der Landessanitätsdirektion entschieden, das Inkrafttreten der Verordnung eben mit Mitternacht festzusetzen, damit die Menschen, die in den Orten arbeiten, noch ausreisen können. Und wir haben ja keine Gäste mehr drinnen, es ist auch kein Gastgewerbepersonal mehr da. Das heißt, ich glaube, es ist vertretbar in dieser Konstellation, dass wir den Leuten die Chance geben, auszureisen, die eben nicht in diesen Orten auch ihren Wohnsitz haben. Das ist eine wichtige Nachricht für die Menschen, dort Ruhe zu bewahren.
und das gewohnte Leben unter Anführungszeichen aber halt innerhalb der Gemeindegrenzen nach den Ausgangsbeschränkungen, den Regeln, die es gibt, weiterzuführen. Ganz allgemein eine letzte Frage. Wie erleben Sie derzeit insgesamt die Situation in Salzburg? Wie stellen sich die Bürger aus Ihrer Sicht auf dieses Umfeld, auf diese neuen Herausforderungen ein? Also die Salzburger und Salzburger verhalten sich großartig, sie organisieren sich auch selbst. Wir sehen das zum Beispiel an den Schulen. Von rund 44.000 Pflichtschülern sind nur rund 200 in den Schulen und werden dort betreut. Dafür möchte ich mich sehr bedanken, dass man auch individuell seine Lebensumstände so ändert. Ähnlich ist es in den Kinderbetreuungseinrichtungen und wir arbeiten intensivst an der Aufstellung der entsprechenden Bettenkapazitäten, da machen wir gute Fortschritte, die wir jetzt abarbeiten. Wir haben schon einige hundert Betten, die betriebsbereit sind und wir sehen der weiteren Entwicklung entgegen. Wir können das Virus nur gemeinsam bekämpfen und das beginnt bei einem selbst, bei Disziplin, bei Abstand halten und bei Ernstnehmen der behördlichen Anregungen und Vorschreibungen. Danke Ihnen für diese schnelle Information und dass Sie auch gleich zu uns gekommen sind. Sie haben es gehört, es ist wichtig, die Empfehlungen und die Beschränkungen weiter zu befolgen. Wichtig ist auch, informiert zu bleiben. Alle Medien berichten, auch das Land Salzburg auf www.salzburg.gv.at. Bleiben Sie dran und ein ganz wichtiger Punkt, bleiben Sie zu Hause.